Der Boden besteht wohl aus Holzdielen, Stroh liegt überall herum. Also die Küche war schon groß, der Pferdestall ist jetzt noch größer. Und man baut A, keine Küche in ein Turmzimmer und B, auch keinen Pferdestall. Ich denke, wir sind hier was auf der Spur. Wenn wir Pferde gesucht haben, haben wir sie gefunden. Folgt mir, der Pferdestall, da habe ich ein gutes Gefühl. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde vorschlagen, eher, dass wir Zimmer mit möglichst niedrigen Zahlen suchen. Damit wir Zimmer 1 finden. Exakt. Der Ursprung. Ergibt schon Sinn. Ja, dann schauen wir uns im Pferdestall um, was hier die niedrigste Tür ist, und dann geht's weiter. Gab es hier in diesem Raum noch andere Türen? Im Pferdestall oder Nee, im Ankleidezimmer? im Ankleidezimmer. Gab es nur Ja, eine Tür, oder? eine weitere Tür hättet ihr noch. Und da war stand was für eine Nummer? Steht was für eine Nummer drauf? Du hattest jetzt die anderen alle genommen, die schon. 4, 30 und 2010. Nee, 4 sind wir gerade drin, das ist das Zimmer, wo wir Genau. drin sind. 30 und 2010 haben wir geöffnet. Genau, da hast du noch ein XIX. 19. 19. Ja, ich habe gerade überlegt. Ich habe hab geistig vorgestellt. Das ist die Nummer 19. Schauen wir einmal, was sich dort hinter verbirgt. Oh, vielleicht können wir auch die heilige Zahl von ja, irgendjemandem nehmen. Nun ja, wir müssen nehmen, was wir kriegen, oder? Irgendeine Zahl mit Bedeutung, aber. Ich würde die Tür aber aufmachen. Ja, ein langer Flur. Entflora. Du kannst wohl sehen, wie in dem Flur jemand auf euch zukommt. So Schritte, die näher kommen. Dann muss ich die Tür wieder schnell wieder schließen. Okay. Da kommt jemand. Dann lass uns hier aus dem Zimmer raus. Nehmen wir den Pferdestall. Gehen wir in den Pferdestall und schauen, ob es da weitere Türen gibt. Ja, die Pferde werden uns nicht verraten. Ja, so könnt ihr dann aus diesem Zimmer wieder rausstürzen, macht den Raum wieder auf zum Pferdestall und zum Glück ist da wohl immer noch ein Pferd drin, beziehungsweise ist immer noch der Stall, hat sich also nicht weiter verändert und ja, könnt dann die Tür wieder hinter euch schließen und steht dann in diesem gewaltigen Pferch. Um euch herum 6 Boxen, allesamt vollgefüllt mit Heu, mit Stroh, irgendwie ein paar Diener, die ihr wohl noch dort hinten erkennen könnt, die da wohl irgendwie zwei Mistgabeln in der Hand haben und das Heu so ein bisschen aufwirbeln haben, wo ich aber auch noch nicht entdeckt. Sind Jeder müssen sich beschäftigt. auch irgendwie zurechtfinden, oder? Vielleicht kennen Sie das Geheimnis. Ich habe schon eine Theorie, aber dafür bräuchten wir noch einige Türen. Und ich glaube nicht, dass die Pferdeburschen sich im Palast rumtreiben dürfen. Nun, wenn die Türen miteinander verbunden sind, kann es gar nicht dazu kommen, dass sie nicht in den Palast kommen. Außer sie kennen das Geheimnis, wie sie nicht in den Palast kommen. Ihr könnt aus einer der Türen, die hier abführen, Musik hören. Hey, Tionin, welche Nummer steht da dran? Kann ich es erkennen auf die Entfernung oder ist sie nah oder? XII 12. Hey, dort steht 12. Eine gute Zahl, wie ich finde. Sind die Stallburschen so weit entfernt, dass wir zur Tür huschen könnten, ohne dass wir sie Ja, bemerken? also doch. Die sind jetzt ungefähr 10 Meter weiter, sind da wohl gerade schwer beschäftigt und unterhalten sich da wohl. Geht wohl wieder um. Also ihr versteht nur ein paar Fetzen, ein paar Brocken, irgendwas um Euphemia unterhalten sich da wohl gerade. Aber ihr könnt da hinhuschen, das geht. Ähnlich wie die Köche, die waren ja auch sehr beschäftigt. Wie viele Türen können wir, wenn wir so rumhuschen, hier noch erkennen? Fünf. Fünf. Und natürlich dann die große Pforte nach draußen, die aus Holz besteht. Da kommt auch viel Licht raus. Ja, dann schauen wir mal hinter die Musik. Wir müssen jetzt zumindest schnell raus.
Ich öffne die Tür mit dem Musikmal einen Spalt breit und schau hinein. Ja, du kannst sehen, wie da das Fest stattfindet. Ihr seid viele Treppen nach oben gegangen, nur wenige nach unten und ja, es ist wieder der Thronsaal. Ja, dann schließe ich die Tür und schüttle mit dem Kopf. Da kommen wir nicht weiter. Nehmen wir eine andere Tür. Ja, ich wollte gerade sagen, Poltax muss auch mal eine Tür aussuchen. Ich zeige wahllos auf die nächste Tür, die in meiner Nähe ist. Ah, 38. Ich vertraue meinem Glück. Ja, schade, nicht 37, aber gut. Ich nehme die Tür. Selbstbewusst trete ich ein. Führt eine Treppe nach unten. Oh, wunderbar, hier geht es bergab. Ja, ich folge auf dem Fuße. Noch vier Schritt nach unten gibt es dann wohl eine Abzweigung, ziemlich schiefen Gang. Das ist kein rechter Winkel. Und wenn du dich dann so halb umdrehst, um die Treppe weiter nach unten zu steigen, bist du der Meinung, dass sich die Winkel der Treppen eigentlich und auch die Wände der Winkel so überschneiden müssten, dass man sie gar nicht benutzen könnte. Ich würde gerne mal Bergbau würfeln. Ja. Denn das scheint mir, glaube ich, eine passende Probe dafür zu sein. Wir befinden uns nicht in einem unterirdischen Labyrinth, oder? Nein. Gut. Dann nur eine ganz normale. Du bist wohl ein bisschen der Meinung, wenn du da in den Schatten, in die Dunkelheit reinlugst, wie da unten wohl jemand steht. Mit dem Rücken zu dir. Ich signalisiere mal auf Attack, da steht jemand. Wahrscheinlich zu Rafim. Und ja, dann würde ich gerne einen Somnigravis auf die Person zaubern, die da offensichtlich steht. Wie gesagt, in der Dunkelheit. Ja gut, ich muss sie ja nur sehen können. Ja, okay. Und da ich nur eine Geste brauche und keine Worte, ich lasse mir selbstverständlich natürlich Zeit dafür. Diamantis, wie hoch ist deine Magieresistenz? Immer noch 4. Immer noch 4, ich wusste das. Poltax gegen die 4. Ja, easy. Also maximal Erschwernis wäre die plus 24. Fällt er jetzt um und schläft ein? Ja, ne? Nee. Das war nicht die Umnachtsvariante. Okay, gut, also er fühlt sich müde. Er wird langsam müde und lehnt sich dann wahrscheinlich so gegen die Wand und schlummert dann so langsam weg. Ja, genau das passiert jetzt mit Diamantis, der über dir steht. Ist hier dort euch die Türen noch an? Ich was? Werde währenddessen hier bin ich. Was ist mit dir? Wird wach? Ich weiß es nicht, aber ich muss meine Augen schließen. Ich weiß es. Ich muss jetzt ein wenig schlafen. Was? Ich hau die eine runter. Wird wach? Ja, in dem Moment fällt der Effekt dann auch komplett ab. Aber mir, wenn du so ein bisschen Sulman oder Diamantis so rüttelst und auch eine kleine Ohrfeige gibst, kannst du sehen, wie wohl über ihm auf dem Treppenabsatz noch irgendjemand Dunkles steht. Ziemlich klein und bullig. Was ist das? Ich probiere mal näher zu schleichen. Poltax, da kommt jemand von unten auf dich zu. Das ist eine zweite Person. Rafim, da kommt jemand. Gib mir Deckung. Und ich würde gerne mit Rafim die Plätze tauschen. Du kannst wohl sehen, wie wenn du mit Rafim die Plätze tauscht. Abelmir hat da wohl jemand über euch entdeckt und trennt sich wohl auch gerade von der Gruppe. Sehe ich das aus dem Augenblick? Ja, diese kleine Bullige verschwindet wohl. Und nee, dann ich meine hinter mir das. Überall ist Geraschel. Plötzlich ist Boltax hinter dir und dann siehst du, wie vor dir ein riesiger Krieger auftaucht an der Treppe. Boltax, hebt mal den Arm. Ich hebe den Arm. Sehe ich irgendwas? Ja, der riesige Krieger ist im Weg. Also muss ja, halt. Track, heb mal den Arm. Den linken. Ja. Nicht den anderen, den linken. Ja, die Person, die über dir steht, auch. Und Track, du kannst auch sehen, wie die Person unter dir da wohl irgendwie gestikuliert und ruft. Was ist denn das für ein Zauber? Ich weiß, wie man das Problem löst, und ich marschiere auf die Person unter mir zu. Aber mir, da kommt jemand von oben. Er kommt und er sieht so aus, du kannst sein Gesicht nicht sehen, aber seine Gestik wirkt ein bisschen aggressiv und tödlich.
Und dann kannst du sehen, wie er runterkommt und da steht Truck. Das ist ja ein verrückter Zauber. Ja, wie hast du dich denn an mir vorbeigedrückt? Wir werden irgendwie gespiegelt. Eine paradoxe Weise. Treppe. Was? Ich bin wach, ich bin wach. Was war das denn? Oh, nichts. Du wirst einfach alt. Da schläft man mal ein. Was? So alt bin ich doch noch nicht. Hier muss irgendein Zauber am Werk sein. Ja, du musst aufpassen. Aber mir fühlt sich intuitiv so ein bisschen zurückversetzt an die Kanalisation von Romulus, die da damals von Lolgramot verflucht war oder so etwas. Oh ja. Ich hab's gehasst. Ich hole eine kleine Schnelle raus, die ich seit einem Gespräch mit mir selbst immer bei mir trage und fange an, während wir in der Treppe stehen, einige Knoten zu binden. Wenn wir jetzt hier weitergehen, landen wir wahrscheinlich am Ursprungsort, wo wir herkommen. Das hilft also nicht weiter. Also gehen wir in die andere Richtung. Eine Treppe, die gar keinen Sinn macht, wer erstellt denn sowas? Nun, jetzt soll der Verwirrung dienen. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Raffi war damals auch, glaube ich, bei mir, oder? Ich bin ziemlich verwirrt inzwischen, ich bin ganz ehrlich. Lauft einfach so lange, bis wir noch irgendeine Tür finden. Sonst müssen wir wieder in den Pferdestall. Falls die Tür da überhaupt noch hinführt. Folgen wir einfach auf diesen Gang einfach mal. Gucken, wo er uns hinführt. Ob er uns wieder zum Ursprung zurückführt oder nicht. Ja, ihr geht 10 Schritte weiter nach unten und steht dann vor einer Tür. Wenn ihr sie aufmacht, ja, ihr seid wieder zurück in dem Thronsaal. Musik spielt, die Leute nehmen ihre Drogen zu sich, ganz offensichtlich. Irgendwelche Gläser mit Alkohol oder Orangensaft werden ausgeschenkt. Hat diese Tür eine Nummer, also die zum Thronsaal wieder führt? 12. Gut. Notiert das. Hatte ich schon. Das steht schon auf meinem Zettel. Die 12. Wir haben die Tür nicht zum ersten Mal getroffen. Na, vielleicht sollten wir zurückgehen, gucken. Vielleicht ist die Person, die wir oben gesehen haben, auch real. Oder es war Zulamin. Oder die Palastvisiere. Oder. Wir sollten nochmal zurückgehen und umschauen. Ja, so geht ihr die Treppe wieder nach oben und steht nach mindestens, ja, 4 Meter. Also die Treppe ist kürzer geworden, steht ihr vor der Tür. Wenn ihr sie aufmacht, seht ihr wieder zurück in diesem komischen Atelierzimmer. Dann soll ich nochmal diese Treppe aufmachen, die zum Flur geführt hat, wo mir anscheinend jemand entgegengekommen ist. Die gibt's nicht. Also es gibt nur noch die Treppe nach oben, da stehst du direkt an der Tür und wenn du die aufmachst, stehst du in meinem Atelierzimmer. Ich hasse diese Späße. Welche Nummer ist das mit dem Atelierzimmer? Die 4, glaube ich, war sie, ne? Ach nee, die. Also das mit dem Parfüm, mit dem Fläschchen. Nein, das Atelier ist. Mit den vielen Bildern. Bilder, also die Galerie, meinst du? Ach so, okay. Da brauche ich nochmal die Nummer von. Die 2. II. Ich würde mal, wenn wir jetzt wieder in dem Zimmer mit dem Bild sind, das Bild abklopfen. Ist es bündig an der Wand oder ist es, also ist glatt in der Wand sozusagen? Es ist exakt so gearbeitet wie bei euch in Janka, in den Stein eingefräst, würdest du sagen, ja. Das ist eine große Steinplatte. Meng. Also erkenne ich einen Unterschied zwischen dieser Steinplatte und dem Rest der Wand oder ist es offensichtlich in dieser Wand einfach gemeißelt worden. Also es fühlt sich auf keinen Fall an wie normaler Stein. Du würdest fast sagen, es ist warm. Wenn du deine Handfläche gegenlegst, fühlst du auch so ein Pulsieren. Als würde es vibrieren. Aber es ist, also wenn du es hinguckst, es bewegt sich nicht, aber du spürst es. Es ist wie gesagt auch warm. Eine Steinplatte wäre nicht warm. Und zusätzlich, wenn du drüber streichst, es raschelt so ein bisschen wie Haut. Also, meine Vermutung ist, hier ist irgendwas. Magier löst das Problem. Ich würde mal das Bild abtasten, und zwar das Hauptgemälde
diesen nackten Mann mit diesem, ja, Hosen. Ich würfel derweil mal eine Steinmetzprobe, denn das ist ja offensichtlich aus speziellem Stein. Und ich möchte jetzt natürlich auch ergründen, ob es genau aus dem gleichen Stein ist wie das in Janka und ob es auf genau die gleiche Weise hier eingefräst worden ist wie damals. Da habe ich auch schon eine Steinmetzprobe gewürfelt. Das ist leider nicht gelungen. Ja, du würdest sagen, es ist Granit. Der gehört jetzt hier nicht in diesen Palast rein und nicht nach Elberum, weil das war ja alles, dieser weiße Marmor, weißt du nicht genau? Das ist bestimmt Marmor. Und das ist jetzt Granit oder so. Als ich es abtaste, entdecke ich irgendwelche Erhöhungen, Vertiefungen? Also es ist dreidimensional, ja. Das war aber euer Gemälde auch. Ja. Ein dreidimensionales Gemälde, mit, ist halt aus dem Stein rausgearbeitet. Da hilft alles nichts. Wenn ich jetzt einen Analyst wirke, gilt mein Odin von vorhin noch? Oder? Wenn ihr in dem gleichen Raum seid, ja. Du hoffst, dann, du bist in dem gleichen Raum. Ja, ich hoffe es, genau. dann würde ich meinen Analyst wirken, würde mir bei Zeit lassen und ich würde die Erleichterung von dem Odin von vorhin mitnehmen. Die 8 Punkte, also ich hätte eine Erleichterung von 12 Punkten. Nur dabei murmeln oder sprechen, mag Hanlaka. Und der Analyse ist gelungen. Es sei denn, ich bekomme eine extreme Erschwernis jetzt drauf. Nö, bekommst du nicht. Du erkennst die gleiche Matrix wie damals in Janka, auch wenn es schon lange her ist. Dämonisch Berkelel. Erkenne ich irgendwelche graduellen Unterschiede, dass ich beispielsweise erkenne ich, dass ebenfalls ein Teil der Seele von Donatien drin ist? Ja, du hast auch das Gefühl, die leuchtet ein bisschen stärker als bei euch. Also als würde das Bild Kraft gewinnen. Und während du näher trittst, bist du zwar blind für die normale Welt, alles geht in Matrizen auf, die vor dir vorbeihuschen, irgendwelche Vektoren, aber du riechst es, das Bild oder dieser Stein riecht so ein bisschen nach Schweiß oder Geruch von Erregung. Könnte aber auch Blut sein, du bist dir nicht ganz sicher. Moschus. Diamantas hat er so gerochen, als er bei euch ins Hotelzimmer oder bei Serpentilio ins Hotelzimmer reingestürzt ist. Ich erkenne keine magischen Unterschiede zu unserem Gemälde. Es riecht etwas anders. Nun ja, etwas maskuliner nach Schweiß und nun ja, körperliche Erregung. Naja, es ist ja auch keine gerade eine Party am Laufen. Nein, ich meine, das Bild riecht so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat eine olfaktorische Komponente dieser Zauber anscheinend. Ultax, wenn du mit deiner Steinkunstprobe nochmal über dieses Bild streichst, merkst du wohl, du hast dich an dem Bild geschnitten. Deine Haut ist ziemlich hart und widerstandsfähig, aber du hast dich trotzdem an irgendeiner Kante geschnitten, die eigentlich gar nicht da sein sollte. 1W6 Schadenspunkte. Jo, alles klar. Hat sich dadurch das Bild irgendwie verändert? Du kannst auch kein Blut sehen, was da zurückbleibt. Also auch die Kante, wo er sich geschnitten hat, wo er dann zurückgezuckt hat, sollte eigentlich gar kein. War nicht irgendwie rund. Nicht eckig. Nicht mit meiner Gips, wurde dadurch irgendwas ausgelöst, irgendwie eine. Nee, gar nicht. Nun, es ist ja auch nicht weiter unwahrscheinlich, dass sich vielleicht ein paar andere Seelen hierher verirrt haben und nun ja, der körperlichen Liebe nachgegangen sind und sich dabei an dieses Bild angelehnt haben und das dann ein bisschen von dem Geruch zurückbleibt. Ja. Nein, es ist in dem Bild verwoben. Es ist keine oberflächliche Komponente, sondern eine olfaktorische Komponente, die das wie auch immer geartet ist, ein Zauber ist. Verdammte Scheiße, wo kommen die ganzen Pfauen her? Was für Pfauen denn? Ja, da drüben. Der war vorher noch nicht da. Also die zwei waren drin, als wir reingekommen sind, aber der dritte. Was genau machen die Pfauen? Wie verhalten die sich?
Die stolzieren hier herum, so wie Faun es eben tun. 2, 3 schlagen ein Rad. Auch wenn gerade keine, du weißt sowieso nicht, was Weibchen oder nicht Weibchen sind. Das sind zumindest diese blaugrünen. Wie die Weibchen aussehen oder wie die Männchen aussehen, weißt du nicht. Das sind die blaugrünen Pfauen, die diese Augen haben. Du wirst fast wahnsinnig, wenn du diese Augen auf den Federn starrst, wenn sie dann aufgeschlagen sind. Jedes Mal, wenn wir hier reinkommen, kommt ein weiterer V hier rein. Vielleicht ist es auch nicht, aber mich macht das wahnsinnig. Kommen wir hier denn irgendwie weiter, außer festzustellen, dass das komisch ist? Ich meine, diesen Einblick haben wir auch erhalten, als wir zum ersten Mal hier drin waren. Ja, ich könnte eine reversalisierte Halluzination wirken, aber das würde eigentlich nur eine Halluzination aufheben. Entsprechend glaube ich nicht, dass uns das wirklich an dieser Stelle weiterhilft. Ja, dann die nächste Tür. Ich meine, wir könnten das auch drauf anlegen und jemanden in diesem Festsaal ansprechen, aber wir könnten auch einfach, wenn ihr die Pfauen so gruselig findet, mal mit ihnen sprechen. Vielleicht wissen sie ja was. Ihr wollt mit Pfauen reden? Ja, natürlich. Ich rede ja auch mit euch. Ich weiß nicht, was ihr damit implizieren wollt, aber... Naja, hat er jetzt nicht Unrecht, wenn er das so sagt. Probiert's einfach, was ihr immer hier tun wollt. Welche Tür suchen wir denn? Eine niedrige Nummer, eine 1. Nun, die 1. Gut, in Ordnung. Ich frage einfach einen der Pfauen, dass er uns zur Tür mit der Nummer 1 führt. Ja, dann würde ich auf einen der Pfauen zugehen und Herrschaft über das Tierreich auf den Pfau wirken. Den hast du noch nie gewirkt, ne? Da kannst du mir mal erzählen, was der tut. Den habe ich schon sehr häufig gewirkt. Sehr häufig? Ja, das war der... Ist das eine Variante, dass du mit Tieren sprechen kannst? Nee. Ich kann denen einfach Befehle geben und die sind halt meinem Willen unterworfen. Ja, okay. Also du kannst aber nicht mit denen reden, sondern du kannst ihnen nur Befehle geben. Genau, und die führen sie dann 1:1 aus. Ja, okay. Also, hätte ja sein können, dass... Sie verstehen mich und sie können sich mir auch mitteilen auf... Na, zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt tick 3-mal, wenn... Das so ja, und so ist und gut, Tick 5. Ich dachte, du kannst jetzt tatsächlich dich mit denen unterhalten, das wäre was nein. anderes. Nein, das könnte ich zwar auch, aber das würde ich dann anders machen. Gut. Das würde ich nicht mit der Herrschaft über das Tierreich machen. Ich lasse mir natürlich Zeit, also ist er wieder um 3 erleichtert. Dann schauen wir doch mal. Oh, ja, gar nicht mal so gut. Wenn die eine 7er MR haben oder mehr, dann klappt das nicht. Boah, ich weiß nicht, was Pfauen für eine MR haben. Da müsste ich jetzt mal in ein aventurisches... Ich habe schon geguckt, die Pfauen stehen nicht drin im Zoobotaniker. Oh, du hast ja mit deiner Erleichterung ja eigentlich dran gerade, oder? Genau, ja, deshalb ja auch 7. Achso, okay. Ja. Hatte ich schon gesagt.